Hey, hallo und herzlich willkommen wieder bei Paper Mario 2. Und ja, letztes Mal habt ihr gewotet und ja, ihr habt wirklich gewotet. Das waren arschviele Stimmen, was ihr da abgegeben habt. Und die weite Mehrzahl sagt Wario. Nee, natürlich nicht. Die weite Mehrzahl sagt Luigi. Und jetzt kann ich durch das ganze Spiel so gehen. Ja, okay. Was habe ich jetzt vor? Ich weiß nicht genau. Vielleicht... Nein, wir kaufen nichts. Sondern wir... ja, wir könnten vielleicht... Ja. Wir können erstmal Lotto spielen. Lotto spielen ist cool. Weil Lotto spielen macht hier... Laune. Ach nein. Scheiß Trostpreis. So. Ja, genau, ich weiß, was ich machen wollte. Ich wollte was machen, was ich eigentlich schon mal gemacht habe. Ja, das macht Sinn. Ja, das macht Sinn. Und zwar mache ich... Es ist eigentlich nicht notwendig, dass ich das mache. Aber es ist 100% Stuff, den ich irgendwann auch nochmal... Ja... machen muss, und dann mache ich das jetzt mal. Außerdem könnte ich mal zeigen, was ich... meinen Fortschritt und so könnte ich mal zeigen. Also hier Karte, ja, brauche ich nicht. Sternjuwelen, ja, ist klar, was ich habe. Und Lexikon, was haben wir denn hier alles schon gescannt? Da fehlen noch einige, ja. Aber wir haben doch schon eine Menge. Ich meine nur. Oh, okay, jetzt fehlen noch ein paar mehr, aber... Ja, ich glaube, das Beste, was wir was ich hier machen konnte, habe ich... Was will ich gerade reden? Keine Ahnung. Jedenfalls, ich habe schon gute Arbeit geleistet. So. Hier die Ordenssammlung, um die ich mich eigentlich noch nicht richtig gekümmert habe. Ich habe eigentlich nur alle Orden eingesammelt, die es irgendwo im Weg rumlagen. Was extra gekauft habe ich dafür eigentlich noch nicht. So. Ja, genau. Jetzt mache ich 100% Stuff. Und zwar will ich wieder der Champion der Arena werden. Man muss das einmal zum zweiten Mal machen. Das ist ein bisschen bescheuert. Ja, kann sein. Und keine Sorge, ich werde garantiert nichts alles zeigen. Ich werde aber die ganzen Kämpfe zeigen, aber die ganzen... Kann ich das mal wegklicken jetzt langsam? Die ganzen Zwischensequenzen, die eigentlich sogar länger als die ganzen Kämpfe dauern, die werde ich, ja, weglassen. Weil das ziemlich boring ist. Und ich glaube, außerdem habe ich hier noch einen Orden vergessen. Und da möchte ich gleich nochmal nachgucken gehen. Ja, außerdem könnte ich mir hier gut vorstellen, dass... Vielleicht irgendwo... Haha! Ein Sternsplitter ist. So, sag mir, ist hier noch was? Okay, das ist cool. Gut zu hören. So, ja, jetzt gehe ich wieder in die Arena rein. Weil ich da ja einen Orden vergessen habe. So, und zwar müsste hier dieser Orden sein. Wenn ich mich recht erinnere, lass uns nachschauen. Yay, Fortuna-Orden. Okay, cool. Nee. Wo ist denn Totskova? Die Managerin hier. Aha, Champion darf ich auch noch nicht rein. Ah, hier ist das Lager. Das Lager. Und hier ist... Ja, yeah, ich will wieder kämpfen. Ich bin Bomber Luigi. Und das passt jetzt mit dem Namen sowas von übel. Ja. Yeah. Hey, mach wieder mit. Ja. Ich will kämpfen. Okay, let's do this. Jetzt schau in deinen Unterlagen nach. Ja, ich weiß, ich muss wieder von Null anfangen. No, ich muss wieder von Null anfangen. Ja. Und zum Grunde der 100% mache ich das dann nochmal. Wie fange ich an? Ja, fangen wir einfach an hier. Gehen wir in unsere Zweitligisten-Kabine. Glaube ich. Yay. Yeah. So, mit euch laber ich nicht. Ich mache einfach an. Ich fange an mit Kampf.
Ja. Erst nur in drei, ersten drei Runden nicht angreifen. Boah, wie langweilig ist das? Ich gelte als brutal. Ich habe das mein erster Kampf jetzt hier. Ja, okay, meinetwegen. Welchen Charakter könnte ich nehmen? Noch, ich weiß auch nicht. Komm, Brina. Was soll's? So, ja, ich zeige nur die Cutscene bis zum ersten Kampf und dann schneide ich das alles ruckzuck raus. Gumba, Brüder. Let's fight. So, ersten drei Runden nicht angreifen. Ich spule einfach die drei Runden hier vor. Das ist sonst so blöd. So, die ersten drei Runden sind vorbei und ich weiß gar nicht, warum ich vorhin überhaupt nicht kontern konnte. Das war komisch. Ich habe nur zweimal in drei Runden gekontert. Naja, okay. Egal. Das waren die Gumba. Yay, letzter Kampf. Dann haben wir es auch geschafft. Dann sind wir wieder der Champion. Und ich werde garantiert überhaupt keine Chance gegen ihn haben. Vor allen Dingen, wenn meine Regel lautet, benutze mindestens eine Sternattacke. Oh Gott, das wird richtig schwer. Okay, machen wir diesen goldenen Vogel da. Und ja, Bomba Luigi betritt den Ring. Bomba! Bomba! Auf in den Kampf! Bomba, Bomba, Bomba! Hurra, ich liebe dich! Yay! Okay, der Kampf beginnt. Der eigentlich überhaupt ewig einfach wird. Yay! Ich
Stärker denn je. What the fuck? Kann sein, dass er mehr KP hat als beim ersten Kampf. Das kann gut sein, aber keine Ahnung. Power Plus. So. Mal sehen. Ich will meinen Angriff aufpowern, wie immer. Ich will nicht meine Verteidigung aufpowern. So, Angriff, Angriff, Angriff. Angriff will ich, mehr will ich nicht. Okay, Angriff plus 3. Das ist gut. Das war meine Sternattacke, die ich benutzen musste. Und jetzt kommt mein Angriff. Oder jetzt noch nicht. Ja, gleich kommt mein Angriff. Und zwar mit Mario wieder. So. Powered out. Oh, schade. Es hätte so schön sein werden können. Oh nein, er macht eine Ultra-Attacke. Und tot. Der war schwer. Aber richtig schwer war der. Oh mein Gott. Er hat wieder verloren. Yeah, yeah. Okay, yeah. Bomba, 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 Bomba. Yeah, jetzt sind wir wieder der Champion und dafür kriegen wir den Meistergurt. Das ist alles, was ich haben wollte. Und ich kann mir jetzt hier immer die Sternenergie aufladen und ich kann jederzeit wieder gegen Aurelius kämpfen. Und mir dabei ein bisschen Geld verdienen, glaube ich. Naja, okay. Jedenfalls haben wir das jetzt geschafft und wir sehen uns dann gleich wieder in Rohlingen. So, da sind wir wieder in Rohlingen und dann gucken wir mal beim Professor Gumbert vorbei, ob er was rausgefunden hat. Genau richtig, yay. Ich bin jetzt in der Zeit Champion geworden, in der du rausgesucht hast, wie man zum Mond kommt. Mit einer großen Kanone. Toll. Groß Frostheim. Ist überhaupt keine Anspielung auf Groß Ostheim, wo irgendwie was mit... Was für eine Stadt war das mit Nintendo irgendwas? Toll, jetzt wollte ich irgendwas Tolles sagen und dann weiß ich nicht mal genau, wo, was das ist. Egal. Ich glaube, das ist der japanische Ort, wo Nintendo hergestellt wird. Auf Deutsch heißt er Groß Ostheim oder so. Keine Ahnung. Bonbons, Groß Ostheim leben etwas mürrisch. Okay, wir müssen also in ein eisiges Gebiet, wenn das Großfrostdamm heißt. Okay, dann gehen wir da mal hin. Yay! 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 Oh yeah! 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 Okay, in den Gully! Und way, super, dann gehen wir beim nächsten Mal in diese blaue Röhre. Und dann sage ich, ich bin Bridgman Blark.